Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Grammatikvideo hier auf Nihongo. Heute wollen wir uns mit der Partikel no beschäftigen. No verbindet zwei Nomen miteinander, wobei das Nomen, was hinter dem no steht, näher bestimmt wird durch das Nomen, was vor dem no steht. Heißt ganz konkret, wenn jetzt zum Beispiel das Nomen hinter dem no sashi ist, also für Zeitschrift, und das davor Computer, für Computer, dann hätte man sowas wie Computer no Sashi. Das heißt, Sashi, die Zeitschrift, wird näher bestimmt durch den Computer. Auf Deutsch macht man dann daraus eine Computerzeitschrift. Ja? Eine Zeitschrift über Computer, die von Computern handelt. Oder man kann mit der Konstruktion sowas ausdrücken wie Kevin-san wa Milka no Schein des. Milka ist dabei die Schokoladenfirma Milka und auf Deutsch heißt das Ganze dann Kevin ist Angestellter bei Milka. Ja, also dieser Schein wird näher bestimmt durch Milka. Milka no Schein. Angestellter, was für ein Angestellter? Angestellter bei Milka. Außerdem wird no verwendet, wenn man sagen möchte, wem etwas gehört. So kann ich jetzt zum Beispiel sagen, kore wa Kevin no Miso des. Das hier ist Kevins Wasser. Man kann damit also auch ganz gut ausdrücken, wem etwas gehört. Ja? Oder man kann sagen, Kobayashi-san no Pen des. Frau Kobayashis Stift. Hat man den Fall vor sich, dass das Nomen vor dem No ein Land ist oder eine Firma und das Nomen nach dem No ein Produkt, so gibt No an, wo das Produkt hergestellt worden ist, also in welchem Land oder von welcher Firma es ist, beziehungsweise welche Firma es gemacht hat. So kann man dann zum Beispiel sagen, Deutsche no Kuruma des. Das ist ein deutsches Auto. Ein Auto, was in Deutschland produziert worden ist oder was eben aus Deutschland kommt. Oder sowas wie BMW. Ich glaube, die Japaner sagen BMW. BMW no Kuruma des. Das ist ein Auto von BMW. Das waren soweit die Fälle, bei denen das No zwei Nomen miteinander verbindet und das hintere Nomen, also das Nomen nach No, durch das Nomen vor No näher bestimmt wird. Es gibt noch andere Verwendungen von No. Die werden wir mit der Zeit auch machen hier auf dem Kanal. Da werden separate Videos zukommen. Die haben aber eine andere Bedeutung, eine bisschen andere Verwendung. Deswegen habe ich sie jetzt nicht mit hier in dieses Video gepackt. Und was ich allgemein noch sagen kann, das No wird oft auch begriffen als der deutsche Genitiv. Ja, als der zweite Fall, der deutsche Genitiv. Sieht man natürlich ganz gut bei dieser besitzanzeigenden Bedeutung des No. Also Kevin, No, Miese, Kevins Wasser. Da steckt natürlich der deutsche Genitiv drin. Okay, das war's soweit vom heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ihr mehr Materialien zum Lernen haben wollt, Vokabeln, Kantikarten oder sonst was, schaut auf jeden Fall auf meiner Tipi-Seite vorbei. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!